Soziologen oder auch Theologen mal tiefergehend eigentlich die Ursachen analysiert wurden. Warum ist das eigentlich, warum haben wir diese Verhältnisse eigentlich im Land? Und mir fällt eigentlich nur ein einziger Mensch ein, das ist hier der Ostanalytiker, der Professor Marz, der ein sehr schönes Buch geschrieben hat über die narzisstische Gesellschaft. Ja. Und darin findet man ja sehr viele Antworten. Und kennen Sie ihn? Oder ich lese noch mal was von ihm. Ja. Ich kenne ihn selber nicht, ne. Aber ich vermisse das auch. Es gibt keinen Theologen, der da irgendwie mal was Grundsätzliches dazu geschrieben hätte. Ich sammle ja alles, wo bald Pegida vorkommt und so. Es wird immer mal erwähnt, aber irgendeine eine sachliche Auseinandersetzung gibt es ja überhaupt nicht. Ne? Nee, also weder um Inhalte. Gar nicht. Weder um Inhalte noch ums Programm oder gar nichts. Aber was ja erschreckend ist, ist, dass es auch noch nicht mal eine Analyse darüber gibt, wie es eigentlich sein kann, dass sich in diesem Land, das sich Demokratie nennt, Spitzenpolitiker Anfang des Jahres hinstellen und von Schande für Deutschland Nazis in Nadelstreifen, was sie eigentlich dazu treibt, so etwas zu tun. Auch darüber gibt es keine. Ich vermute, gibt es einfach. Keine Fragestellung. Nee. Was glauben Sie, warum das... Warum das so ist? Das ist eine Art Besitzstandswahrung. Die kämpfen, die etablierten Parteien oder die etablierten Menschen, die kämpfen ja alle um ihre Position, um ihr Gehalt oder ihre Position. Und da kommt jetzt eine Bürgerbewegung auf einmal, die kritisiert, das sind die ja nicht gewöhnt. Mhm. Also muss sofort, wird die Keule rausgenommen und da wird es zugeschlagen, ohne dass ein einziges sachliches Argument mal versucht wird, mit einem anderen Argument gegenüberzustellen. Genau. Und solange diese, was jetzt Diskussionskultur, es ist ja keine Kultur, sondern diese Art der Diskussion stattfindet, sobald einer was sagt, was der offiziellen Meinung widerspricht, ist er eben ein Nazi oder sowas, da gibt es kein Gespräch. Aber wenn Sie natürlich sagen, das ist Besitzstandswahrung, dann ist das immer auch noch ein rationaler Versuch, das rational zu erklären. Mhm. Ich gehe da ja ehrlich gesagt einen kleinen Schritt weiter. Für mich ist das wirklich, ich habe es mir irgendwann noch in der Rede gesagt, eine Freiluftpsychiatrie Deutschlands. Für mich, wenn man dem Marz folgt, dann muss man wirklich sagen, also der Narzissmus ist so verbreitet, der duldet ja keinen Widerspruch. Das ist ja das Fatale an dieser neurotischen Beschaffenheit. Man ist da in seinem Größen selbst und kann nicht dulden, dass man kritisiert wird. Und wie geht man damit um? Haben Sie da irgendwie Erfahrung als Pfarrer? Sie haben ja sicherlich mit vielen menschlichen Schicksalen auch zu tun gehabt im Laufe Ihres beruflichen Lebens. Das wird meistens, bei uns ist es meistens so, sobald man irgendwas Kritisches sagt, wird es auf die persönliche Ebene geschoben. Und du hast mich beleidigt oder irgend solches Zeug kommt, dann wird der sachlichen Diskussion gar keinen Raum gegeben. Am sachlichen Problem vollkommen wird totgeschwiegen, wird nur auf die persönliche Ebene geschoben. Wie das bei mir angekommen ist und lauter solchen Quatsch, den man dann zu hören kriegt. Also es ist keine offene Diskussion mehr möglich. Auch selbst Ihnen, ich meine, Sie sind ja auch eine Respektsperson. Ja, unter Theologen ist das genauso noch. Mhm. Genauso. Mhm. Das fängt ja auch schon in den Schulen an. Also wenn man sich Schulen anschaut, Elternabende, da ist grundsätzlich ja das Kind nicht schuld, sondern der Lehrer hat versagt, weil er das Kind nicht vernünftig genug gefördert hat. Da geht das ja schon los. Jetzt möchte ich aber gerne noch mal was Positives, weil wir sitzen hier und sagen alle, es gibt eigentlich keine Lösung und wir sitzen hier und eigentlich müssen wir uns jetzt alle irgendwie überlegen, auszuwandern oder zu sagen, wir gehen oder sowas. Und das kommt ja wohl hier nicht in Frage, oder? Ja, auswandern oder das hieß ja sich zurückziehen, das geht eben nicht. Also das geht innere nicht. Emigration oder so, nee, das geht nicht. Also, das ändert sich nur was, wenn die Leute offen rausreden und handeln. Und wie kriegen wir das dahin, die Leute zu ermutigen? Zu mehr Selbstbewusstsein. Also ich sehe das ja so ein kleines bisschen so als also meine Rolle in diesem Spiel, zu sagen, die Leute mehr zu mehr Selbstbewusstsein, sie selbst ermächtigen,
Ich habe am 9. November ja gesagt, es hat zwar nie ein offizieller Beginn dieses Schuldkomplexes gegeben, aber der zieht sich ja jetzt seit 70 Jahren, begleitet der uns ja, und der wird ja immer wieder reaktiviert und revitalisiert, damit wir es bloß nicht vergessen, den jetzt offiziell mal für beendet zu erklären, so eine Art Freispruch. Ja, was gäbe es noch, welche Ideen gäbe es so, um die Leute einfach zu ermutigen, ihre Angst zu überwinden, diese irrationale Angst auch zu überwinden, diese 10 Leute zu finden, 10 Leute, die für etwas einstehen, im Kleinen zu wirken. Ein Hauptproblem sehe ich immer wieder in der Bildung und Hintergrundwissen der Menschen selber. Du hast vor uns mal so schön gesagt, es hat ja jeder die Möglichkeit, sich Informationen zu verschaffen. Meine Altersgruppe zum Beispiel, oder der Herr Pfarrer Lehmann, ich gehe im Internet, bin ich unterwegs, von früh bis abends, ich bin ja auch Rentner, muss vor niemandem Angst haben, ich will ja auch für niemandem was. Aber die Masse der Älteren hat die Möglichkeit oder nutzt die Möglichkeit der Informationsbeschaffung nicht. Ja. Ich sehe eine ganz große Aufgabe für Bürgerbewegungen, ihre Leute in ihrem Umfeld, ihre Demonstranten, sag ich mal, auch zu bilden. Die Leute müssen Hintergrundwissen haben. Ich stelle das immer wieder fest. Wir haben das schon versucht. Wir haben politische Stammtische organisiert. Das ist eine Möglichkeit, wo man mal 30, 40 Leute zusammenkriegt. Man kann Einwohnerforen organisieren. Haben wir auch schon gemacht. Da war auch der Volker dabei. Einwohnerforen. In Vorbereitung auf eine Bürgerversammlung, Einwohnerversammlung. Dass man die Leute an die Probleme, die anstehen, zu dieser Versammlung heranführt, denen erklärt, warum ist denn ein runder Tisch zum Beispiel so wichtig, was ich vorhin schon sagte. Medien hätte sie damit beseitigen, mehr Leute aus der Mitte. Denn das ist das, was wir erreichen müssen. Wir müssen Leute aus der Mitte mitnehmen. Was nützen mir denn die Randgruppen alleine? Wir müssen Visionen und Wissen vermitteln. Das ist in meiner Meinung nach, einen Gleichstand gibt. Nur die beiden Sachen marschieren im Gleichschritt und dann kommen auch die Leute. Wer weiß denn, stellen Sie doch mal die Frage, gehen Sie mal in so eine Demo rein und fragen Sie mit dem Mikro, erklär mir mal, was ist denn der Islam? Das können Ihnen die wenigsten heute noch nicht erklären. Ja, die hauen alle Flüchtlinge und Muslime in einen Topf. Und das ist das, was ich immer sage. Wer auf seinen Seiten ausschließlich gegen diese Leute hetzt, die sind doch noch beschissener dran wie mir selber, wenn man sich das richtig überlegt. Na, die folgen der Spur des Geldes weiter gar nicht. Wir müssen die Politik vorführen, die dafür verantwortlich ist. Das muss man den Leuten erklären, wie was zusammenhängt. Du hast deinen Idealismus noch nicht aufgegeben, ne? Also nee. Was das angeht, dass du die Leute noch über Rationalität und über Argumente erreichst. Ich muss es aber leider sagen, du hast vorhin erzählt, du standst ganz allein im Rathaus da. Ne? Ja, das stimmt. Und nicht deshalb glaube ich, dass das eben auf Dauer nicht mehr der zielführende Weg ist. Ich glaube nicht, dass wir so lange suchen müssen, bis wir das perfekte Argument finden, das Killer-Argument schlechthin, und dann rennen die Leute an den Platz zu. Das glaube ich schon lange nicht mehr. Nee, der das Einzelne muss in dem Rahmen, in dem es möglich ist, einfach weitermachen. Also im Rahmen seiner Möglichkeiten mit weitermachen. Wenn es nicht einfällt. Ich kann Ihnen ein positives Beispiel sagen, was ich vorhin schon erwähnt habe. Bei mir zum Beispiel zu Hause, großes Haus, hängt immer zur Straßenseite die Deutschlandfahne. Jeder im Ort weiß, dass ich habe mich geoutet. Ich habe immer eine Jacke an, da ist hier die Fahne dran. Unlängst bin ich zu Leuten gekommen, das ist mittlerweile überall, weiß das jeder. Sollte ich was reparieren, da ich in ihrem Schrank ein Buch von Marx, Kapital, gefragt, ja, ob sie das lesen. Und so mich interessiert, habe ich die Leute gefragt, was halten sie von Pegida? Da sagte der Mann, zu Pegida, da haben wir überhaupt keine Beziehung. Da habe ich dann zu den Leuten gesagt, und in dem Moment habe ich keine Beziehung zu ihrer kaputten Tür. Und da hat sich das Thema für immer für mich erledigt. Das haben sie ihren Nachbarn erzählt. Und ich habe null Gegendemonstration gehabt. Jeder kommt zu mir, spannt natürlich Sachen, wo sich andere damit gar nicht mehr damit befassen. Ich habe Arbeit ohne Ende.
Und jeder macht so bei mir. Jetzt wird nächste Woche wird unser Pfarrer zu mir kommen, bin ich mir absolut sicher. Ich habe vor Jahren eine Gestelle gebaut. Wir haben ein traumhaftes Altarbild, kommt Jesus Christus aus dem Himmel. Das Bild ist 6 Meter hoch und das kommt 10 Meter hoch in den Kirchenturm. Und das Gestelle, da muss ich mit der Leiter hoch, ungefähr so 8 Meter. Bis jetzt habe ich das immer gemacht, weil ich auch keiner getraut hat. Du musst schwindelfrei sein und du musst wissen, wie das dort oben eingehängt wird. Ich weiß es, weil ich selber gebaut habe. Der kann offen niederspringen, Montag oder Dienstag. Ich gehe dort nicht mehr hoch. Es sei denn, der sagt von der Kantel, der hat Zischma, Kirche, Heiligabend, ersten Feiertag, zweiten Feiertag. Er liest das vor, was ich jetzt gesagt habe. Wenn mir die Worte nicht einfallen, die ich vielleicht mache ich Internet an, schreibe ich mir von Tatjana ab, da finde ich immer was Passendes. Und das hat er dort zu sagen. Ansonsten kann er sein Altarbild dort oben vergessen. Das wird er nicht machen. Nee, wird er wahrscheinlich auch nicht. Nee, ich heile es selber nicht. Der wird gleich wieder lachen, weil die mich schon ein paar Tage kennen. Ich bin eigentlich immer ein bisschen der Versöhner, gebe ich ja mal zu. Versuchen wir zusammen zu viel. Ja, da gebe ich ja recht. Aber irgendwo, ich war auch drauf und dran. Ich habe auch gesagt, durch diesen Bayerlein, ich trete aus der Kirche aus. Und da habe ich aber vergangene Woche im Pfarrer Lehmann eingesprochen. Da habe ich gesagt, geben Sie mir mal einen Rat. Ich bin recht ein bisschen in Gewissenskonflikt. Einerseits, die Kirche vertritt mich nicht. Warum soll ich da in die Kirche vertreten? Ich bin Angehöriger der evangelischen Glaubensrichtung, ich bin getauft. Und da hat er mir einen Rat gegeben. Den Rat, da entsprach wieder meinem Denken. Er hat gesagt, nee, austreten würde ich nicht. Und es ist ja unrecht. Wir müssen doch eigentlich die Leute in der Kirche, das lacht sich schon wieder, die Leute dazu bewegen, dass sie ihre Kirche auch reformieren und ihren Pfarrer dahin bringen, die richtige Predigt von der Kantel zu machen. Nicht bloß die Tatjana vom Rednerpult, auch der Pfarrer von der Kantel soll die Wahrheit sagen. Ja, das erinnert mich jetzt sehr an Sarrazin, der auch diese Wahnsinnstreue 44 Jahre zur SPD und sagt, er mehr oder weniger, glaube ich, er ist nur noch drin, um sie irgendwie zu ärgern. Oder andere, die da so, oder Buschkowski oder andere Politiker, Vera Lengsfeld in der CDU oder so, wo man sich auch fragt, das passt ja schon lange nicht mehr zusammen. Ne? Was bewirkt es denn unterm Strich? Nicht. Also was bewirkt es denn? Nicht. Man kann aber auch. Aber glaube ich. Und die Frage ist ja wirklich, ob man nicht, das ist eine Frage, die ich jetzt am Montag in der Rede aufgeworfen habe. Was ist denn eigentlich, wenn wir jetzt nach einem Jahr sagen, wir sind in die Rechtsradikale, in die Rassisten, in die Fremdenfeindliche, in die Nazi-Ecke über ein Jahr geschrieben, gehetzt, gesprochen, analysiert worden? Was ist denn eigentlich, wenn wir uns mehr oder weniger dann sagen, na gut, dann ist es eben so und wir sagen jetzt, wir bekennen uns dazu, wir wollen diese Illegalen hier nicht im Land haben, wir wollen diese Massen an muslimischen Männern hier nicht haben, Christen, vertriebene Christen, Familien, Kinder, Homosexuelle, egal was, also jeder sozusagen das, was die Genfer Flüchtlingskonvention als Flüchtling definiert, natürlich noch erweitern mit diesem subsidiären Schutz und so weiter. All die können wir gerne haben, aber die anderen bitte weg. Und uns bekennen dazu zu sagen, wir vertreiben sie jetzt hier mit friedlichen Mitteln. Also vertreiben, das sind ja auch Begrifflichkeiten, die darf man normalerweise ja gar nicht mehr im Munde führen. Ja, also da müsste ich mich aber wie sehen Sie das? Ist das sozusagen noch gedeckt durch Friedlichkeit, durch Nächstenliebe, weil, also ich sehe immer nur die begottene Nächstenliebe bisher. Die wir lieben sie alle, wir nehmen sie alle und können überhaupt keinem mehr helfen irgendwann. Da muss man erstmal sagen, also wenn wir über den Begriff Liebe reden, und Nächstenliebe, das ist in der Bibel was anderes, wie wir es sonst verstehen. Mhm. Wir verstehen immer unter Liebe, nicht immer sofort als erstes Gefühl, klar. Richtig. Darum geht es in der Bibel überhaupt nicht. Mhm. Nächstenliebe kann zum Beispiel bedeuten, dass man gegen sein Gefühl handelt. Mhm. Eine Krankenschwester, die schwärmt ja nicht für Alterbeulen, die stinken, sondern die tut ihr Ekelgefühl überwinden, gegen ihr Gefühl handeln, um dem Patienten zu helfen. Mhm. Das hat Christus auch gemacht. Mhm. Der hat
in Gethsemane geheult und seinen Vater gebeten, gibt, dass der Kelch an mir vorübergeht, muss ich wirklich jetzt ans Kreuz? Da hat er Blut geschwitzt vor Angst, weil er sich vor dem Tod gefürchtet hat, wie jeder. Der hat gegen sein Gefühl gehandelt, als er ans Kreuz gegangen war. Also die größte Liebestat der Menschheit war eine Gehorsamstat. Und das meine ich. Liebe ist im Grunde genommen Gehorsam. Im Neuen Testament steht drin, wer meine Gebote hält, der liebt mich, sagt Jesus. Liebe zu mir ist meine Gebote halt. Also das machen, was ich gesagt habe. Einfach in Gehorsam. Es ist auch gegen das Gefühl. Okay. Das muss man wissen in der ganzen Diskussion, weil nur immer jetzt argumentiert wird, ja, ihr müsst ihn lieb haben und lieb sein zu denen und so weiter. Nee, man muss zu manchen auch ganz hart sein, nämlich wenn man die Gesetze einhält, die zum Beispiel gar keine Asylanten sind, die müssen das Land verlassen, so schnell als möglich. Heißt es nicht, also wenn ich das Wort, aus meinem Agnostiker-Standpunkt, wenn ich das Wort Nächstenliebe höre, dann höre ich aber auch darin meinen Nächsten, also den, der mir am nächsten steht. Was ist denn mit der kulturellen, mit dem kulturellen Unterschied oder mit der Distanz, die man automatisch zu jemandem empfindet, der hier so gar nicht aus unserem Kulturkreis kommt? Nee. Gucken Sie mal, der barmherzige Samariter, den hat ja Jesus als Beispiel extra gewählt, weil er eben ein Samariter war. Also von Juden gehasster Mensch. Die haben mit den Samaritern, wo gab es Zoff, die haben miteinander nichts zu tun gehabt. Und gerade der von Juden verachtet wird, tut sich um so einen kaputten Mensch, der da zusammengeschlagen worden ist von Räubern, man weiß ja gar nicht, wer das war. Gerade der kümmert sich darum. Und Jesus sagt am Ende, wem bist du nur der Nächste immer? Der Nächste ist der irgendeinen Menschen vor sich hat, für den er was tun müsste. Jetzt haben wir die Flüchtlinge im Land und es ist selbstverständlich, dass wir die hier sind und die hier in Not sind, dass wir für die was tun. Das ist ganz klar. Für die gerechterweise hier sind. Das wollte ich jetzt gerade fragen. Ja. Für alle oder machen wir da doch... Wir haben doch ganz klare Gesetze, an die es bloß geht. Ja, natürlich. Genau. Aber wir haben doch klare Gesetze, wer ein Flüchtling ist und wer nicht, über ein Asylant. Heutzutage sind so alle Flüchtlinge, aber das stimmt ja alles gar nicht. Und die echten Asylanten, gut, die kriegen ihre Prüfung, können, wenn sie wollen, in Deutschland bleiben. Und die anderen müssen gehen. Und das ist sehr hart. Und das, ist bestimmt, das ist bestimmt auch im einzelnen Fall, muss das furchtbar hart sein, wenn man das entscheiden muss. Ja, aber da können Sie nicht mit dem Gebot der Nächstenliebe kommen. Aber so wird ja argumentiert, ne? Ja, aber das ist... Wobei, die ich hatte im Januar diesen Jahres an die CDU-CSU-Fraktion des Bundestages geschrieben. Da habe ich auch ein Antwortschreiben erhalten. Und dort steht genau das drin. Was wir als Pegida oder als Bürgerbewegung oder Sie als Pfarrer oder jeder als normal denkender Mensch will und fordert, das haben die mir beantwortet. Aber in der Realität haben sie ihre eigene Antwort mit Lügen gestraft in der Praxis. Ja. Es ist doch ganz einfach, auch wenn ich heute die Diskussion hier Obergrenze für Asyl und was man den Leuten alles um die Ohren hält. Ich bin der Auffassung, Asylrecht ist Menschenrecht, habe ich schon immer gesagt. Das ist Asylrecht. Ja. Asylrecht. Asylrecht. Und wenn ich dieses Asylrecht konsequent anwende, dann kann es auch keine Obergrenze geben. Ich kann doch nicht mit der Obergrenze festlegen, wer Asyl kriegt. Ich kann festlegen, ich weiß nicht wie viel. Und das machen wir. Wir haben hier ca. 20% die Berechtigte, ihr Wort nehme ich jetzt mal, Antragsteller. Nach unserem Gesetz berechtigt. Aber 80% sie nicht berechtigt. Ja, und die hätte man nach vorhandenen Gesetzen, die muss jetzt die Frau Merkel oder Herr Seehofer gar nicht neu definieren, die Gesetze sind da. Illegale Einreise ist illegale Einreise und war schon immer eine Straftat. Das gibt es ja gar nicht mehr. Ich habe Herrn Demisier im Sommer gefragt, bitte definieren Sie mir mal den Begriff illegaler Grenzübertritt. Den gibt es gar nicht mehr. Jeder, der hier irgendwie reinkommt, sagt das Zauberwort Asyl und dann ist es ein Asylverfahren und kein illegaler Grenzübertritt. Ja, die vor allen Dingen Gesetze klar und deutlich einwenden müssen. Genau. Und klar und deutlich hat sie die Frau Merkel gebrochen. Aber man muss schon auch nochmal sagen, dass diese Asylgesetze, die wir haben, die sind nach dem Krieg entwickelt worden und verabschiedet worden. Und da ist man von ganz anderen Summen und Mengen ausgegangen. Also man könnte zum Beispiel auch mal die Frage stellen, ob da nicht statt der Muss eine Kann-Regelung aufgenommen wird. Ja. Weil
es hat ja nie jemand damit gerechnet, dass man hier 1,5 Millionen plus Zuzügler, das ist ja dann die nächste Welle, die kommt. Und selbst die harmlosen Zahlen des IWF, das sind ja 2,7 Millionen bis Ende 2017. Selbst die Zahlen werden nicht eingehalten. Das ist jetzt schon klar, dass die... Das meinte ich ja, mit der Forderung nach runden Tischen. Es geht ja nicht bloß um das Asylgesetz. Jedes Gesetz sollte seinerzeit wieder angepasst oder reformiert werden. Wir verlangen schon lange, dass auch Bismarck, obwohl das Steuergesetz mal reformiert wird oder andere Dinge. Das sind ja eigentlich die Dinge, die Bürger alle bewegen. Wir wollen mitbestimmen. Wir wollen unser Meinung. Warum machen wir keine Volksabstimmung? Freihandelsabkommen oder all die ganzen Dinge. Darum geht es doch. Hier ist die Meinungsfreiheit unterdrückt und hier ist die Mitbestimmung unterdrückt. Wir haben keine Demokratie mehr. Das sehen wir jetzt hier so am Tisch so. Aber wir haben ja schon mehrfach heute über die Tatsache geschrieben, dass eben viele Leute lieber in die innere Immigration gehen oder in die Depression oder in die völlige Verdrängung, in die Betäubung gehen. Also für mich sind das übrigens auch Flüchtlinge, ne? Die flüchten vor der Realität. Ja. Und die Frage, um die es sich immer wieder dreht, wie schafft man es, dass es die Leute eben selbstbewusster werden und dass die Leute eben sagen, ich habe nichts mehr zu verlieren, entweder ich wehre mich jetzt oder ich lasse es. Und das ist die grundsätzliche Frage. Ich meine, das ist auch die Frage, mit der wir uns als Deutsche befassen müssen. Eigentlich müssten wir genau diese Frage klären, um überhaupt unsere Schuld, diese Schuld aufzuarbeiten. Also ich bin 46 geboren und fühle mich nirgendwo schuldig. Mhm. Und ich bin auch niemand was schuldig. Mir ist die Geschichte bewusst, ich habe mich sehr, sehr viel belesen und befasst, ich lese sehr gerne. Mein Vater oder meine Eltern und Schwiegereltern, die haben immer gestaunt, die haben gesagt, Mensch, hast du denn im Dritten Reich gelebt, weil ich da alles weiß drüber oder vieles, sehr vieles. Ich verabscheue auch die Dinge, ich möchte sie auch nie wieder miterleben. Darum habe ich auch jetzt etwas dagegen, wenn irgendwelche Leute versuchen, was zu radikalisieren. Finde ich total falsch, denn wir wissen gar nicht mehr, was der Bürgerkrieg ist. Und der Bürgerkrieg stellen wir uns ja immer vor, wenn Barrikaden und die Trikolore und die Marseillaise. Aber dass wir schon lange in dem Bürgerkrieg sind, das haben die meisten noch gar nicht begriffen. Ja, das sehe ich auch so. Der wird anders geführt als den wir so aus dem Fernsehen kennen. Richtig. Oder von den Erzählungen unserer Richtig. Großeltern. Und ich kann nur sagen, bewahre uns. Ich meine, es wird, wenn das sich so weiterentwickelt, das habe ich schon lange gesagt, wenn die Politik so weitermacht, dann öffnet ihr Radikalen Tür und Tor. Und das haben wir in Leipzig gesehen. Ja. 69 Polizisten und dann steht in der Zeitung, Neonazi-Aufmarsch forderte 69 Verletzte. Das ist Polizisten. Genau der Punkt. So die werden die Leute, Entschuldigung, wir haben die Dame am Tisch, aber so werden die Leute verarscht. So wird Politik gemacht. Da kommen wir aber wieder zu dem Punkt, was du vor uns gesagt hast, dass viele Leute gar nicht informiert sind. Gerade die ältere Generation informiert sich nicht. Unser Pfarrer ist so ein typisches Beispiel, den halte ich auch für einen medialen, der hetzt schon in einer gewissen Weise, das darf man ruhig so sagen. Weil ich habe mir ein paar Predigten von ihm angehört und war wirklich so der Moment, wo ich dachte, ich musste aufstehen und musste Buß sagen. Aber das gehört sich nicht, das kannst du nicht machen in der Kirche. Ne? Aber er sprach halt, es sind alles Kriegsflüchtlinge, es sind alles traumatisierte Kriegsflüchtlinge, sagt mein Pfarrer von der Kanzel herunter. So. Er vergleicht sie mit den Pestkranken, die ausgestoßen wurden, sind auf der Festung Königstein, die da hinten in dem Pestloch gehockt haben. Da vergreift er mit diesen Leuten, versucht er das der Gemeinde einzuimpfen. Ne? Und es hieß immer, wir müssen die alle willkommen heißen und die Kirche ist offen und dies und das. Und ich bin jetzt die letzten Male nicht mehr in die Kirche gegangen, weil ich es einfach nicht mehr ertragen habe, aber auch nie dort laut aufstehen wollte, gehört sich eben nicht. Ne? Dann habe ich meine Eltern gefragt, die waren am Sonntag und die haben gesagt, habe ich sie gefragt, wie viel waren denn jetzt so in der letzten Zeit an Asylbewerbern in der Kirche, in der offenen Kirche, von denen, was der Pfarrer immer gesagt hat. Ja, sagt meine Mama, so ein oder zwei Familien sind das eigentlich nur, die kommen. Ja, wir können also festhalten, von den 270 Asylbewerbern, die wir in der Stadt haben, und von all den traumatisierten Kriegsflüchtlingen, die uns der Pfarrer erzählt hat, kommt so gut wie niemand in unsere Kirche, weil die meisten eben doch
dem islamischen Glauben angehören und die Kirche sowieso nicht betreten würden. Ne? Und das muss man aber den Leuten auch klar machen, dass die überhaupt, die ältere Generation, ich möchte es mal so nennen, 60 plus, dass die überhaupt begreifen, wie viel sind denn wirklich davon Kriegsflüchtlinge, wie viel sind davon reine Wirtschaftsflüchtlinge, wie viel sind davon, das muss auch angesprochen werden, wie viel sind davon eigentlich Wehrdienstverweigerer. Ne, das ist genauso ein wichtiger Punkt, der kommt. Wir hatten es ja jetzt, dass man sagt, das wird sicher etwas übertrieben, überspitzt dargestellt, aber man sagt, es kann nicht angehen, dass wir unsere Soldaten nach Syrien schicken, auch wenn es nur Piloten und Bodenpersonal für den Flugbetrieb ist, während die syrischen Flüchtlinge, ja, hauptsächlich Herrscher im besten militärischen Alter, bei uns sitzen und Kaffee trinken und sich entspannen. Das ist ein Punkt, der muss erlaubt sein anzusprechen. Das hat auch überhaupt gar nichts mit Hetze oder mit Rassismus zu tun. Ne? Also diese Leute sind eigentlich alle, einerseits haben sie recht, indem sie sagen, die kommen über sichere Drittländer. Grundgesetz Artikel 16a sagt ganz klar, alle, die über sichere Drittländer einreisen, Absatz 2, haben eben kein Asylrecht, genau, bei uns. Genau. Und Asylrecht bedeutet auch nicht, dass die alle hierher kommen und wir die alle integrieren wollen. Integrieren hat mit Asyl wiederum ja, auch nichts ja, ja, zu tun. Asyl ist was ganz anderes als eine Integration. Ja, Integration ist eine Einwanderung. Wir sind aber kein Einwanderungsstaat. Genau. Das ist alles miteinander vermischt. Genau das muss man den Leuten eigentlich beibringen. Vor allem der älteren Generation. Den muss man beibringen, was werden denn hier für Fehler medial in die Köpfe gehackt? Und was ist wirklich dran? Wenn man das schafft, den Leuten beizubringen, dann ändern wir die Menge der Menschen, die nicht nur auf unsere Schulter klopfen und sagen, macht weiter, sondern die kommen dann auch, weil sie sagen, ich erkenne jetzt, der Betrug, der an uns als Volk immer wieder medial gemacht wird, gesteuert von allen Parteien eigentlich, ist so offensichtlich, das kann ich nicht mehr hinnehmen. Diese Stufe müssen wir eigentlich erreichen. Ja, wie willst du erreichen? Hast du Zugriff auf Medien, auf Kommunikation? Kommunikation hast du immer. Du hast Kommunikation. Wenn irgendwo mal jemand im Fernsehen, das hat er ja gesagt, da wird eine Katrin Oddl eingeladen. Ja, ja. So, das ist der große Spiel. Oder es ist ja bewusst so, man spricht ja bewusst nur von Kriegsflüchtlingen, von armen Menschen. Ja, oder nimmt den Zeitungsartikel, den ich vor uns genannt habe. Neonazi-Aufmarsch in Leipzig fordert 69 Opfer oder Verletzte bei der Polizei. Das macht man doch bewusst. Ja. Ich habe meine Familie, wo ich das gelesen habe, wusste ich, da kommt der Onkel, unser guter Onkel und die Tante und die sagen, die siehst du hier, guck mal. Guck mal hier, ist das Zeitungsartikel. Du weißt ja mal, wie blöd der Steppen ist. Ja. Das ist nämlich die, da macht auch mit bei den Neonazis. Ja. Ja. Das ist Silvio Rösler war oder das da gar nicht mit Pegida zu tun hat. Aber wir sind alle in einem Topf. Wir können unsere Programme vorstellen und können sagen, wir wollen das geändert haben, das geändert haben. So wie Sie es gesagt haben als Pfarrer, wer kein Recht auf Asyl hat, weil er eben aus sicheren Drittländern kommt, so wie es unser Grundgesetz hat. Ne? Der muss einfach das Land wieder verlassen, fertig aus. Wir wollen ja nicht, dass der ins Kriegsgebiet zurückgeht. Ne? Obwohl ich der Meinung bin, dass gerade die Jungen, die eben Soldaten sein müssten, dort eine entscheidende Wende im Kampf herbeiführen könnten. Denn wir haben es ja nur immer mehr, auch heute wieder gesehen, die Artikel, dass sich die Frauen aus ihren Familien ausschließen und sagen, wir gründen jetzt kleine Kampfverbände, Gruppen an Frauen, lassen uns ausbilden an der Waffe und kämpfen gegen den IS oder Daesh, wie sie es dort nennen. Ne? Das müssten eigentlich alles diese Leute tun oder diese jungen Männer tun, die hier sind. Natürlich haben die Angst vor Krieg, kann ich verstehen. Nur wer soll denn den Kampf führen, wenn nicht sie selbst? Aber da sind wir wieder bei dem Thema, dass das alles logisch ist, alles rational, top begründet ist und es trotzdem nicht die Masse der Leute erreicht. Und ich glaube, dass diese Art von Überzeugung, wir erreichen immer nur einen ganz kleinen Ausschnitt von Menschen. Das ist unsere Anforderung. Und das ist, und deswegen, ich möchte aber nochmal auf einen Punkt zurück, weil den fand ich nämlich ganz spannend, weil du hast gesagt, du warst in der Kirche und es hat dir so widerstrebt, was da gesagt wurde, du hättest am liebsten Buh gerufen. Und ich glaube, das ist der Punkt, da müssen wir anfangen, uns von diesem konservativen anständig sein wollen zu befreien. Da müssen wir eben mal Buh brüllen und da muss man es mal aushalten, zu sagen, man bricht aus diesem harmonischen Konsens da, friedliche Geschäfchen in der Kirche, alle gemeinsam, und da mal auszubrechen und zu sagen, nein, so ist es nicht. Und das sind diese Helden für mich im Alltag, die da diese Vorbildfunktion haben.
Und das ist eigentlich auch, wenn man so will, das sind alles die Helden, die bei Pegida in Deutschland auf die Straße gehen oder sich auch vor ein Mikrofon stellen. In Dresden, muss man ja mal ehrlicherweise sagen, haben wir es ja sogar noch einfach, weil wir so viele haben und weil es sich etabliert hat und weil der Zusammenhalt unter den Leuten auf dem Platz so groß ist. Aber allein das Beispiel in Nürnberg, ich bin am 19. November in Nürnberg gewesen. Das ist eine 3,5 Millionen große Metropole, denen geht es immer noch gut, auch wenn Quelle führt und das alles weggebrochen ist, aber Siemens und so weiter. Das ist eigentlich eine blühende Stadt mit jeder Menge Asylanten inzwischen da vor Ort. Und da finden sich aus dieser riesigen Metropole mal gerade 160 freiheitsliebende Menschen zusammen, die sich dann von einem linken Lynchmob anbrüllen, anschreien lassen müssen. Und beim Spaziergang mit dem Banner schaut man dann hoch an die Fenster, in den Wohnblocks. Und da wurde mir klar, jetzt weiß ich, wie das in den 30er Jahren gewesen wurde, war, da stehen sie feige hinter ihren Fensterscheiben, hinter ihren Gardinen und schauen raus. Und so muss es früher genauso gewesen sein, als der Nachbar abgeholt wurde, als die Leute durch die Straßen gehetzt wurden. Und die Feigen, die erreichen wir nicht durch Argumente, die erreichen wir gar nicht mehr. Die werden irgendwann durch pure Angst, werden sie sich wahrscheinlich einem anderen Lager zuordnen. Das ist meine These, die erreichen wir nicht mehr. Das ist vorbei. Und ich glaube auch nicht mehr, dass man sagen kann, dass die Menschen sich, wirklich einteilen in die, die wirklich ernsthaft freiheitsliebend sind, die überhaupt den Wert der Freiheit schätzen können und für die Freiheit nicht bedeutet, 24 Stunden rund um die Uhr bei Zalando Schuhe zu bestellen oder was. Und der andere Teil der Menschen, das sind wirklich die, die brauchen Regeln, die brauchen Normen, die brauchen Vorschriften, um irgendwie angepasst, möglichst fehlerfrei durchs Leben zu kommen. Und die kriegen wir nicht, weil für die hat man eine Welt konstruiert, an der sie jeder Ecke lauern Fehler und lauern Verfehlungen und Gründe, um sie zu beschimpfen, zu beschuldigen. Das ist das eingeschüchterte Volk. Und wenn wir überhaupt jemanden erreichen können, ist es wirklich dieser Appell an die Freiheitsliebende oder auch an die, wenn man so will, an das, was noch irgendwo tief in uns schlummert, an das tief verborgene deutsche Treue, deutsche Freundlichkeit, dieses deutsche Seele, die Romantik, all das, was wir geschaffen haben. Und das ist übrigens auch ein Grund, weshalb ich glaube, dass es in Dresden so funktioniert. Wir haben das da vor Augen. Jeden Montag diese Kulisse. Wir wissen, warum wir es tun, dass wir was erhalten wollen. Ja. In Kassel oder in irgendwelchen hässlich hochgezogenen Nachkriegsstädten wird es nicht funktionieren, weil da hat man den Menschen den Grund genommen. Und das ist eigentlich so mein Appell. Wir schaffen, ich glaube, wir müssen selektieren. Wir schaffen es nicht, den Markus Lanz Glotzer von unseren Ideen oder von der Wichtigkeit überhaupt dessen, was es hier zu verteidigen gilt. Bei vielen muss ich es aber feststellen, Wissen setzt nun mal auch Wissen wollen voraus. Das merkt man mit vielen Leuten, mit denen man sich unterhält. Es gibt diese Gruppierung, die dir an den Lippen hängt, die wissen will, was im Land passiert. Die Leute, die dir zwar zuhören, dann aber den Durchgang von hier nach hier förmlich ansieht und ein paar, die dagegen sind. Gerade in der Familie merke ich das bei mir zum Beispiel ganz deutlich. Die Großeltern auf der einen Seite zeigen sich sehr interessiert für das, was hier passiert. Und die anderen leben in ihrer eigenen Welt. Die haben sich ihre Blase quasi gemacht, nach dem Prinzip, satt geht nicht auf die Straße. Sie haben sich ihre eigene Welt zurecht gestrickt und die funktioniert für sie. Das ist der goldene Käfig. Alles andere, das ist der eigene goldene Käfig. Ist eben, wie gesagt, unwichtig. Ja. Das wobei ist, was man mit vielen merkt. Ein Weg ist auch, man fällt ja dort meine Meinung. Wir müssen versuchen, Antwort auf deine Frage vor uns öfter zu klären, haben wir Medien? Wir haben nicht. Nee. Wir haben keine öffentlichen Medien, wir haben keinen Rundfunk, kein Fernsehen, keine rechten Zeitungen und. Eine Schweinepresse haben wir, ja, das stimmt. Wir müssen meiner Meinung nach versuchen, auch auf internationale Zusammenarbeit zu gehen, weil wir dann ja auch internationale Presseaufmerksamkeit kriegen. Ja, gerade bestes Beispiel, die Dodoner war letztens in Prag, da hat eben das tschechische Fernsehen berichtet, dass die Tatjana Festerling, die Nazi-Frau, in Prag war.
das müssen wir versuchen, diesen Weg, den halte ich für ganz wichtig. Vor allem unsere Nachbarn auch, ne? Die europäischen Nachbarn, die auch politisch auch jetzt ihre Wege gehen, ob nur Polen, Tschechien, Ungarn, Frankreich, Belgien, Holland. Aber mit diesen Leuten, was wollen wir letztendlich machen? Wir wollen ja irgendwann mal ganz am Anfang, ich kann mich erinnern, da hatte der Diana mich mal inspiriert zu so einer Rede, die ich auch mal gemacht habe, das Haus Europa errichten gemeinsam, wo alle drinnen wohnen können, aber selbstbewusst als jeder Mieter für sich, klar. Aber gemeinsam ein Haus bauen. Und da müssten wir vielleicht auch wieder ansetzen. Da waren mal gute Anfänge da, die Diana macht da jetzt schon einiges, da habe ich schon mitgekriegt. Ich selber habe auch Kontakte aufgebaut mit Ungarn, mit den Tschechen. Die Leute ins Boot holen, eine Gemeinschaft, eine große europäische Gemeinschaft zu bilden, um damit, ich hätte ein bisschen eigennützig gesagt, aber damit auch Presse zu kriegen. Ja, ich stimme dir dazu, also um den Druck sozusagen von außen zu erhöhen, weil wir Deutschen sind zu untertänig in der Masse gesehen, wir schaffen es nicht. Das ist der Heinrich Mannsche Untertan nach wie vor, mit dem wir es hier zu tun haben. Aber ich bin radikaler inzwischen als du geworden. Ich habe mich radikalisiert, weil ich gebe den Westen im Grunde genommen, ich sehe da keine Chance mehr. Keine Chance. Ich sehe keine Chance mehr. Und man muss sich eigentlich überlegen, Literatur studieren und so, was macht denn eigentlich Sinn? Macht es Sinn, sich sozusagen die eigenen Ressourcen, die eigene Energie zu verkämpfen für etwas, das nicht mehr zurückzugewinnen ist? Oder ist es angesichts dieser globalen, wir haben eine EU, wir haben eine Bundesrepublik, deren Grenzen schon nicht mehr zu schützen sind, die also auch zu groß ist, oder ist es nicht ganz natürlich, liegt es nicht in der Natur des Menschen, sich dann auf kleinere Einheiten zu konzentrieren? Ich glaube nicht mehr, dass man den Westen noch, dass der Westen noch zu retten ist. Das sagen viele Leute. Also viele sagen, der Westen ist verloren. Und ich glaube, das Kerneuropa, von dem, wie wir es kennen und von dem, was wir erhalten wollen, das sehe ich inzwischen nur noch, wenn überhaupt, in Ostdeutschland im Zusammenhang mit unseren osteuropäischen Nachbarn, mit den Visegrad-Staaten zum Beispiel, mit Polen, mit Tschechien, mit Slowakei, mit Ungarn. Das sind auch Staaten, die uns von der psychisch nahestehen. Wir haben eigentlich gar nicht so viel Gemeinsamkeit mit Franzosen oder mit Italienern. Wir fahren dahin im Urlaub und erfinden ja gerade den Unterschied zu uns selbst, den empfinden wir, den nehmen wir ja als positiv wahr. Und ich denke mal, wenn, dann geht es nur über so etwas. Und ich meine, ich habe ja mal eine Rede gehalten, ich weiß, dass das sehr kontrovers diskutiert wurde. Ich sehe das so, dass man sich, wenn Größe offensichtlich ein Problem ist, dass man sich da auf kleinere Einheiten konzentrieren sollte. Und dass man durchaus auch über eine Form von Abspaltung nachdenken muss und eine Neuorientierung. Das ist aber das, was du hier sagst, Diana, das, was wir, und da wird man bestimmt ein paar Probleme rausgehen. Das ist für mich ein gewisser Ausdruck von Resignation, was du jetzt sagst. Weil wir genau das, stimmt es aber, in DDR-Zeiten schon mal erlebt haben, die Leute hatten auch eine Phase, als die resigniert haben. Da haben die sich zurückgezogen in ihre kleinen, privaten Bereiche. In Kleingärten, in Kleingartenanlagen. Eigener Herr des Geldes wert, mein Garten, da haben sie sich zurückgezogen mit guten Freunden. Gleichgesinnten Freunden, da wurde gegrillt, da wurde Bier getrunken. Das war mein Reich. Und die Gefahr sehe ich, dass wir uns als Resignation wieder abkapseln. Im Gegenteil. Das Problem ist, wie Sie es am Anfang gesagt haben, die Menschen sind zu satt. Vielleicht heilt die Zeit alle Wunden, wenn wir da Brotkorb höher hängen. Das sind keine, wir stehen vor Problemen, die man nicht mal mehr mit Geld lösen kann. Nee. Wir haben Probleme, wir haben richtig Probleme, und wenn wir jetzt nicht in der Lage sind, endlich mal nüchtern und ehrlich Bilanz zu ziehen, dann frage ich mich, wann denn sonst? Ich möchte gerne wissen, wie eine Marine Le Pen, selbst wenn sie Präsidentin wird 2017, wie will sie das machen? Marseille ist verloren. Was wird das dann sein? Wird es eine Staat-im-Staat-Lösung geben? Oder was ist das dann? Wie kriegt man den bis dahin komplett dominierenden Islam wieder in den Griff? Wie wollen wir denn unsere angebliche westliche Wertegemeinschaft erhalten? Wir haben doch jetzt schon kapituliert. Es gibt doch schon in Westdeutschland, es gibt No-Go-Areas, es gibt Duisburg.
ich habe immer das Gefühl manchmal, ich meine, ich fahre ja morgen wieder und habe das Vergnügen da. Ich werde mir auch mal ein paar Flüchtlingsheime, da sprechen wir übrigens immer über ab 1000 aufwärts in Hamburg angucken. Ich werde mir das schon auch nochmal sehen und auch nochmal bebildern. Ich glaube, man muss sich das einfach immer wieder vor Augen führen, wie verloren das da ist. Wir haben Städte Heilbronn, Offenbach, Frankfurt, da ist nichts mehr zurückzudrehen. Und dann muss man vielleicht, auch wenn das ganz brutal ist, sagen, einen innerdeutschen Bevölkerungsaustausch, die das so wollen, die haben es ja zugelassen, dass es so kommt. Wir sind hier noch die letzten Mohikaner, die sich wehren. Dann sollen sie in diesen Verhältnissen leben. Vielleicht passt das ja irgendwann. Vielleicht gibt es ja eine Mischform aus europäisch, islamisch, sonstiger Kultur irgendwann. Aber die es nicht wollen, die müssen eigentlich jetzt konsequent sein. Wobei man zur Ehrenrettung unserer westdeutschen Landsleute auch mal sagen muss, dass das dort in einer ganz anderen Entwicklung gelaufen ist, über Jahrzehnte. Ja. Beginnend ja, in der Gastarbeiterpolitik. Schleichende Gewöhnung. Als man glaubte, noch, ich sage es mal, noch abfällig auf Gastarbeiter herabschauen zu können, die die Drecksarbeit machten. Die haben dann die Familien nachgezogen, die haben Kinder dort geboren. Das ist ganz anders, eine ganz andere Entwicklung gewesen. Also da würde ich den Vorwurf, die haben es zugelassen, nicht gelten lassen. Ja, da will ich sie mal ein bisschen in der Ehre retten. Ja, das ist schon... Die haben sich anpassen lassen, die sind übertölpelt worden in eigenem Wohlstandsgefälle, was sie hatten. Die haben das die 68er Kulturrevolution gehabt. Ja. Ihr habt, also ich sage das jetzt als Wessi, ihr habt den Vorteil gehabt, dass ihr dass diese Umerziehungsphase erst viel später sozusagen auf euch gekommen ist mit Westfernsehen und mit diesen ganzen, mit dieser ganzen medialen Beschallung. Und dass ihr es aber, dass in euch eben noch das Gefühl sehr wach ist, zwischen den Zeilen lesen zu können und zu wissen, wenn da der Propagandakanal aufmacht, dann muss ich da sehr, sehr misstrauisch sein. Das haben die im Westen nicht mehr. Da wird geglaubt, was Klaus Kleber im Fernsehen erzählt. Ja, klar. Warst du ja bloß mit der Ölfrette lesen, da weißt du Bescheid. Na, wenn der Mann lügen würde, dann würde das Buch nicht im Buchhandel erhältlich sein. Das sage ich immer wieder laut und deutlich. Das Buch gekaufte Journalisten, wer das gelesen hat, der weiß Bescheid, was hier läuft. Ist das noch humanistisch, was wir jetzt in den letzten 10 Minuten diskutiert haben? Ja, ich habe nachgedacht über meine Situation in der DDR. Also ich habe ja dann irgendwann gemerkt, ich kann die DDR also nicht verändern. Das konnte ich nicht. Aber was habe ich für Möglichkeiten als Pfarrer? Und das habe ich genutzt. Ich habe jeden Monat 25 Jahre lang vor 3000 jungen Leuten die Bibel ausgelegt und denen gesagt, ihr müsst euch klar für Gott entscheiden, mit allen Konsequenzen und so weiter, Rückgrat und so. Immer dasselbe gepredigt. Und natürlich keine Gewalt und sowas. Immer dieselben Thesen. Und sozusagen, das war meine Möglichkeit. Ich konnte nicht auf die Straße gehen, vor der Haustür hätten sie mich ja schon verhaftet. Ich konnte reden, und das konnte ich in der Kirche, wo ich musste vorsichtig genug natürlich sein, aber ich konnte regelmäßig diesen 3000 jungen Leuten Mut machen. Oh, auch, dass sie da blieben und was weiß ich alles, aber dass sie mal Mut machen und so. Und das sind nicht wenige gewesen, die dann zum Beispiel nach meinen Predigten aus der FDJ oder Partei ausgetreten sind oder so. Da hat sich vieles dann getan, was ich gar nicht weiß, was die Einzelnen sich entschieden haben, aber das hat seine Konsequenzen gehabt. So, das war das, was ich als Pfarrer, als verfolgter Pfarrer der DDR machen konnte. Und so, denke ich, müssen wir sehen, den ganzen Laden werden wir nicht umkippen können. Also, Sie sehen, man sehen, das hat sich doch schon vieles geändert. Sie müssen heute zum Beispiel so eine Runde nicht mehr sitzen mit der Zahnbürste. Nee, auch nicht. Ja. Was ja ein Symbol war, wenn Sie gepredigt haben. Ja, genau. Hatten Sie immer die Zahnbürste, weil Sie nicht wussten, ob Sie wieder heimkommen. Ja. Wieso was? Achso. Weil der Martin Luther King hat das mal gesagt. Du musst immer, das hat gesagt, du musst immer eine Zahnbürste dabei haben, damit ihr, wenn ihr verhaftet werdet, also als Zeichen, ihr seid bereit, verhaftet zu werden. Ja, da immer drin gehabt. Und das habe ich. Das ist aber schön. Sie können ja dann auch noch, wenn das beendet ist, oder der dann nochmal den Witz erzählen, mit unter die Arme greifen. Ja, auch das war immer so, das war das Zeichen, ich bin bereit, auch dann die Konsequenzen zu tragen. Eine Kanüle? Ja. Nee, die Zahnbürste. Kanüle. Ja, das waren so die kleinen Mittel, die man in der Natur angewendet hat. Aber jedenfalls, den Freiraum hat man sich genommen.
Aber da sehen wir doch eigentlich genau, ich sehe da eine Parallele in dem, was Sie jetzt gesagt haben. Sehe ich schon eine Parallele zu jetzt. Wir müssen also doch wieder, das hat man vorhin schon mal festgestellt, aufklären. Ja. Wir müssen auch einen gewissen Widerstand leisten und nie wortlos alles hinnehmen. Mhm. Frage an Sie, finden Sie es als zu respektlos in so einer Predigt, wo man wirklich offensichtlich das Gefühl hat, belogen zu werden und andere Menschen negativ beeinflusst werden, damit sie immer auf dieser Schiene bleiben, finden Sie es unerhört, dann dort auch mal Nein oder Buh zu sagen in der Kirche? Also bei meinen Schickt Predigten, sich das? Das ist oft passiert bei meinen Predigten, okay, dass auch Protestanten rausgegangen sind, ja. Protestierer oder so. Ja. Warum nicht? Das kann man doch ertragen, meine Güte. Also ich hätte da gar nichts dagegen. Ne? Wir haben nämlich morgen eine Veranstaltung. Aber ich habe noch an Sie noch eine Frage, weil Sie haben gesagt, so, die ältere Generation wollten Sie auch möglichst erreichen. Ja. Ne? Müssten wir uns nicht mehr um die jüngere Generation kümmern? Müssen wir die alten? Bei der jungen Generation, das ist zwei Probleme. Das erste Problem ist, dass die junge Generation sich aufspaltet in Leute, die oder in den Teil, die lernen wollen, und in den Teil, die wie die Schafe, wie die Lemminge, ja, die Computergeneration kennt den Begriff Lemminge, hinterherlaufen. Und da muss ich sagen, das wird wiederum durch ein paar doch recht links versüffte Lehrer schon in die Kinder hineingebracht. Also die Kinder werden schon in der Schule teilweise von Lehrern völlig linksgrün verzogen gelehrt. Und das ist ein Punkt, der ist ganz, ganz gefährlich, den muss man betrachten. Ja. Also wenn ein Lehrer zum Beispiel zulässt, dass in einer Klassendiskussion Menschen, wie ich zum Beispiel, ich bin ein völlig parteiloser Mensch, noch nie in der Partei gewesen, habe all die Jahre immer CDU gewählt, bis auf die letzte Wahl, weil ich gesagt habe, alles, was sie versprochen haben, wurde auch bei der letzten Wahl gebrochen. Ich kann einfach nicht mehr die Stimme geben. Ich gehe dieses Mal eben nicht wählen. Aber auch dazu, dass linke Jugendliche mit 12, 13, 14 Jahren sagen, ach, der Nazi. Ne? Und kein Lehrer steht dabei und sagt, Moment, so spricht man nicht über Leute, die man selbst nicht kennt. Mir hat man mal beigebracht, meine Eltern haben mir beigebracht, sprich mit demjenigen, lern ihn kennen und bilde dir dann ein Urteil. Aber heute wird von einigen Lehrkräften den Schülern regelrecht eingeimpft, alle, die nicht genau das machen, was wir dir beibringen und was du hier hörst, sind automatisch Nazis. Und dieser vorauseilende Gehorsam, der eben auch von den Lehrern extrem gestaltet wird teilweise, hineingehen dann in die Universitäten. Also wir sehen es ganz viel, dass Leute, die Sozialstudien machen, ne, oder ein Studium im Sozialbereich machen, Sozialpädagogik, die sind zum Beispiel bei uns im Ort ganz groß führend in diesem linken Sektor. Ne. Dann geht das weiter, die betreuen wieder ein Jugendhaus, eine Jugendeinrichtung. In dieser Jugendeinrichtung werden die Kinder genau wieder so geprägt. Ja. Das ging so weit, dass Kinder mit 15, 16 Jahren mit ihren Eltern nicht mehr gesprochen haben, weil ihnen ständig eingebläut wurde, deine Eltern sind Nazis, die gehen zur Demo, das sind Nazis, entscheide dich zwischen uns und deinen Eltern. So weit ist es gegangen. Ja, ich habe da drei Beispiele bei uns in der Stadt, wo es auch heute noch so gegangen ist. Ne? Das darf doch gar nicht so weit führen. Wir müssen also wieder dahin zurückkommen, dass wir die Aufklärung erreichen, und den überhaupt erstmal erklären, wie funktioniert das? Ist das richtig, was du tust? Was ist der richtige Weg, um einen Menschen erstmal kennenzulernen und dann zu beurteilen, nicht einfach den Standort zu übernehmen? Das ist die junge Generation. Ja. Und die alte Generation, wie ich das sagte, ist der Punkt, die sich gar nicht informieren können, weil die schauen Fernsehen. Die Älteren oft bei uns MDR, wissen wir selber, das ist dasselbe wie ARD oder ZDF, die kriegen diesen Käse von Klaus Kleber vorgesetzt und glauben das. Und dann lesen die auch Zeitungen, da steht das genauso. Wir gehen alle zusammen seit langer Zeit zu Pegida und jede Woche lachen wir uns krank, wenn es um die Teilnehmerzahlen geht. Ne, jede Woche dasselbe Spiel. Ich mache es jetzt immer so, ich gehe zum Beispiel so circa zwischen 6:45 und 7:00 gehe ich ins italienische Dörfchen. Da gibt es oben ein schönes kleines Fenster und fotografiere von oben heraus auf den Platz. Einmal so, damit du die Bilder komplett hast. Weil ich die Diskussion leid bin. Es gibt immer linke Gruppen, wir haben auch so eine Gruppe. Bei uns heißt die Stadt Pranger Roswein bleibt bunt, sagt alles. Ne? Da bin ich der Obernazi, was hast du nie gesehen? Das ist richtig dramatisch. Du kannst das melden, diese Kommentare werden alle nie gelöscht. Das ist völlig, völlig linksverseucht bei Facebook. Darum geht es nicht, ich kann das abhalten. Das Problem ist, wenn du mit Fakten kommst, dass du sagst, okay, ich zeige Fotos vor Ort, ne? Dann wird überhaupt nicht mehr drüber gesprochen. Also unsere sogenannten Gegner, die linke Seite, nimmt diese Fotos wahr, weiß, sie kann gegen dieses Foto schlecht was sagen,
Ne? Und dann wird gar nicht mehr drüber gesprochen. Dann sucht man sich wieder etwas anderes, wo man versucht, medial die Leute zu verblöden. Und genau da rein müssen wir eigentlich, in diese Bresche müssen wir springen, um die Leute aufzuklären, glaubt nicht mehr alles. Denkt dran, wie war es denn vor der Wende? Ihr habt das auch nicht mehr alles geglaubt. Da müssen wir wieder hin, dass die Leute anfangen nachzudenken. Aus dem goldenen Käfig, du hast das vor uns gesagt, aus dem goldenen Käfig schützen die sich eigentlich vor jeder Information. Das könnte den goldenen Käfig Kratzer verpassen. Ja. Das ist der Punkt. Wir beide aber nie vergessen. Die gehen ja runter, Gott sei Dank. Also die gehen ja überall runter. Ja. Der Spiegel muss Leute erschaffen, der Stern. Ja. Insbesondere der Stern mit seinem verhetzenden Artikel über die Brandstifter, schön mit Kulisse aus Dresden. Wahnsinn, ja. Zweitschlechtestes Auflagenergebnis seit überhaupt gemessen wird. Also das sind schon ganz schöne Klatschen, die Sie da bekommen. Aber ich möchte noch ganz kurz noch mal was sagen zu dem. Also wir sind immer, ich bin ja im Prinzip auch mit dabei, mit Aufklärung, allem drum und dran. Aber ich möchte noch mal dranbleiben, das in der Kirche buhen und nicht alleine, sondern sich da vielleicht 10 suchen und mal ganz bewusst reingehen und hören, fängt der da auch das übliche Hetzspiel an oder nicht? Weil das ist das, womit man Aufmerksamkeit, und es ist das, was einen übrigens am meisten Überwindung kostet, aber ohne dem geht es nicht mehr. Angepasst und irgendwie, ich mache jetzt mal den ganz angepassten Widerstand hier, das bedeutet Widerstand, das bedeutet auch gegen innere eigene Widerstände, die zu überwinden. Ja. Sie haben es ja ganz am Anfang auch gesagt. Und das ist Pegida, da stehen Leute, da steht Lutz Bachmann mit seiner kriminellen Vergangenheit und sagt, ist mir doch egal. Ja, und dann steht er trotzdem da. Und jetzt haben sie alles durchgenudelt bei ihm, was irgendwie zu finden ist. Jetzt bin ich gerade dran, ich habe jetzt auch 3 Strafanzeigen, morgen muss ich wegen einer einstweiligen Verfügung. Also man wird bewusst kriminalisiert. Und das ist eben, sind diese Stellvertreter, Nebenkriegsschauplätze, die sie aufmachen. Aber... Und trotzdem stehen wir da und sagen, uns doch egal, ihr habt das erste Mal Leute vor euch, die sich davon nicht beeindrucken lassen. Hetzt doch, wie ihr wollt, macht doch, verbietet doch, ist uns wurscht. Und Gott sei Dank Tausenden von Dresdnern auch. Und das muss man eigentlich im Kleinen schaffen. Vielleicht nicht 10, aber vielleicht 5 Leute. Komm, wir gehen mal in die Kirche, wir hören uns mal an. Und vor allen Dingen, das ist ganz wichtig, im Umgang mit diesen Politikern für runde Tische, wir müssen unser Bewusstsein ändern. Das ist nicht mehr der Oberbürgermeister mit dieser Aura. Ja. Die bauen ja alle eine Aura von Unnahbarkeit um sich herum auf. Nein, das ist mein Angestellter. Der wird von meinen Steuergeldern mitfinanziert und dann auch nicht irgendwie untertänig Fragen stellen, sondern ins Verhör nehmen, sagen, so komm, und geschlossene Fragen stellen. Ganz wichtig, hinterher Fragen stellen, ja oder nein. Und nicht, weil die sind rhetorisch so geschult, die zerreden, die zerlabern alles. In Übigau, den Hilbert, das hat leider nur mit einer Frage funktioniert. Herr Hilbert, gibt es ein Sicherheitskonzept für diese Turnhalle hier mitten im Wohngebiet mit lauter Männern? Ja oder nein? Und dann kann man sie. Und das gehört mit zu diesem Selbstbewusstsein, dass wir neu lernen müssen. Und das macht übrigens auch stark, wenn man merkt, man erreicht dadurch was, aber man muss es eben auch mal aushalten, dass sich die halbe Kirchengemeinde umdreht und Kopf schüttelt und sonst was. Deswegen ist es wichtig, dass man nicht alleine ist, dass man zu mehreren geht. Den kleinen Bogen möchte ich mal noch schlagen auf deine Bemerkungen vor uns. Erleibe ich mir, ich bin ja nur 3 Tage älter als du und habe die DDR live miterlebt. Das Problem ist, die ganzen Führungsleute der DDR, die haben ja mit der Wende ihren Stuhl verloren. Nein, nein. Die haben sich ja ihren Sattel an den Hintern geklebt. Die haben Posten getauscht. Ich sage euch mal ein Beispiel. Ich rede jetzt nicht von der Frau Merkel, die da FDJ-Sekretär war. Die Folgen sehen wir heute in der Politik. Ich rede ein ganz simples Beispiel. Da gibt es den Rechtsanwalt Bartel. Der sitzt im Landtag Dresden bei den Linken. Und dieser Rechtsanwalt Bartel war früher IM beim Ministerium für Staatssicherheit. Frau Kahne, die den Maas jetzt berät in Sachen Facebook, ist IM Victoria. Und dieser Herr Bartel ist Vorsitzender oder arbeitet, ich will jetzt keine Verleumdung aufstellen, ich will das von dem die nächste Klage mal jetzt ab. Er arbeitet aber im Vorstand des Jugendweiheausschusses des Landes Sachsen.
Und da müsste man immer eins und eins zusammenzählen, da weiß ich, wie die Jugend beeinflusst wird. Die jungen Lehrer, die jungen Pädagogen werden von diesen alten Kameraden systematisch beeinflusst und gelenkt. Und dann muss ich der Musaltsteffen auch nicht wundern, wenn er in Einsiedel steht zur Demo und auf der Gegenseite seine eigenen zwei Enkel stehen und brüllen Deutschland verrecke. Genau. Ja. Das sind die Folgen von Bartel und Co. Das sind die geistigen Brandstifter. Das sind die geistigen Brandstifter. Und die sitzen bei links, bei Rot-Rot-Grün. Kannst du hernehmen, wenn du willst. Das war das ja, was ich gesagt habe. Wir haben so ein Allparteien-Gütesiedel gemacht. Also das bei uns auf der Seite. Und dort ist aber der Halbfirm. Das ist die größte Gefahr, dass die jungen Pädagogen hoch wieder aus dem Druck, ihren Arbeitsplatz, ihre Arbeit zu behalten, den gut bezahlten Job zu kriegen, dass die das alles mitmachen wird, was sie vorgeben. Und in diesen Schaltzentralen da macht, sitzen nach wie vor die gleichen Leute. Ja, das ist richtig. Das Allerwichtigste ist, in meinen Augen, da könnte die Kirche eine absolute Vorreiterrolle spielen. Zum Beispiel der letzten Worte, ein böses Beispiel, von Jesus Christus, Wort angeblich, sagen Sie es mir? Ja, der hat 7 Worte am Kreuz gesagt. Er hat angeblich gesagt, verachtet sie nicht, die wissen nicht, was sie tun. Das hat er gesagt. Genau umgekehrt. Er hat gesagt, Vater, vergib ihnen. Er hat nicht verachtet, sondern hat gesagt, Vater, vergib ihnen. Ja. Sinngemäß ist es ähnlich. Und wenn das zum Beispiel von der Kanzel gepredigt werden wird, das würde bedeuten, dass die unten sitzen, angenommen junge Leute sogar, zum Duckmäusertum erzogen werden. Es muss genau in dem Moment, in unserer Situation, anders gesagt werden. Rächt mich, das sind Verbrecher. Und jeder muss von uns, der so denkt wie wir, muss seine Meinung knallhart sagen, egal was für Konsequenzen sind. Einfacher, viel einfacher gesagt als getan. Aber wenn jeder, dann könnten wir was erreichen. Der Gerner zum Beispiel ist ein absoluter Vorreiter, was diese Frau an der Front macht. Ist unglaublich eigentlich. Oder Sigi oder Bachmann. Das sind wir alles ganz, ganz kleine Lichter. Und deswegen müssen wir den Vorbildern nacheifern. Es geht ja nur zusammen. Es geht immer zusammen. Ja, sicher. Es passiert ja ein Umdenken. Also ich stelle fest, dass im Vergleich so vom letzten halben Jahr schon ein Umdenken beginnt. Bei den vielen Leuten, die dir nur auf die Schulter klopfen und sagen, mach weiter, hört nie auf. Ja, da beginnt schon ein Umdenken. Aber der Prozess, den so richtig anzustoßen, den Prozess, dass die Leute auch sagen, und jetzt ist meine Schwelle voll, jetzt gehe ich mit. Dieser Prozess, den haben wir noch nie erreicht. Also wir müssen das Umdenken noch viel mehr anstoßen. Das ist, ein ganz wichtiger Punkt. Ja. Und da helfen Fakten, nur Fakten helfen da. Ganz wichtig, dass man das zum Beispiel immer wieder sagt, dass man sagt, der Artikel 16 im Grundgesetz, 16a sagt, jeder hat Asyl, außer Absatz 2, er kommt aus einem sicheren Drittstaat und. Und da muss man also sagen, nein, unsere Regierung bricht das Gesetz, bricht ihr eigenes Grundgesetz. Fertig, aus, das ist so. Aber es hilft teilweise aber auch, glaube ich, schon auch eine Überzeichnung, Überspitzung, also auch die Kraft der Sprache, auch die Rhetorik. Also wenn man sich zum Beispiel anguckt, es gibt ja so Zitate da aus dieser Gender, ich habe immer gegen Gender Mainstreaming und diesen Minderheitenterror, der da ausgeführt wird, oder der die Mehrheit terrorisiert. Das sind ja Zitate jetzt, die tauchen auf in irgendeinem Bullshit-Bingo-Quiz oder die sind also immer sozusagen eigentlich gebracht worden, um zu sagen, um Gottes Willen, guckt euch das an, wie kann man von verkorksten Gender-Tanten mit ihrem überzogenen Sexualscheiß reden. Das Zitat ist aber so häufig gebracht worden, dass inzwischen die Leute sagen, ja, eigentlich hat sie doch recht, es ist ein bisschen harsch ausgedrückt, aber und wenn das jetzt zum Beispiel gefällig und man hätte das ja auch harmloser sagen können, dann würde es überhaupt keinen interessieren. Also finde ich, und das meine ich auch mit den Buhrufen in der Kirche, das ist genauso überspitzt. Das gehört sich nicht, das ist unanständig, tut man eigentlich nicht und wir Wohlerzogenen sowieso nicht. Aber nur so bekommt man teilweise auch das Gehör und verleiht dem Ganzen auch ein Gewicht. Ja, sich einigen, klare Fragen stellen. Das Gespräch heute Abend gibt mir zum Beispiel die nächste Aufgabe. Ich werde mich an den Jugendweiheausschuss Sachsen wenden und mir erklären lassen, wieso ein Herr Rechtsanwalt Bartel dort im Vorstand tätig ist mit seiner Vergangenheit. Denn heutzutage
langsam schon aus zu sagen, ich gehe zu Pegida, um den Job zu verlieren. Natürlich. Obwohl das Paar jeden Das sind doch Paradoxen, also das ist, kriegt da gar keiner mehr in der Birne rein. Ja. Das ist ja das, worunter wir alle leiden, dass wir die Widersprüchlichkeit jeden Tag haben. Wir sehen ja, und hingenommen wird. Das ist genau, einfach alles widersprüchlich und wir nehmen es einfach hin. Ja. Das ist unser großes Problem, dass die Leute es alle abnicken, kommen wieder zum goldenen Käfig, ich könnte ja anecken. Ja. Genau. Das ist genau unser Problem. Aber die Frustration der Leute kann man einfach dann auch neben dem Kuschelkurs begegnen. Nee, die Frustration steigt. Das ist ein ganz klarer Punkt. Auch die Leute, die in diesem Käfig sitzen, denen steigt die Frustration. Ja. Du musst doch ein Stück weit eingehen. Und das muss man eben so kanalisieren, dass die Leute nie zu lange warten, um dann zu sagen, so und jetzt, wenn der Bürgerkrieg losgeht, ich bin dabei, ich schieße wild um mich, gib mir eine Knarre. Sondern die Leute, ja, darauf warten schon viele Leute. Es gibt viele, die sich ansprechen, wenn es losgeht, ich bin dabei. Das ist ja die Gefahr. Den Leuten muss man sagen, Leute, so weit muss es gar nicht kommen. Ihr müsst eher den Mund aufmachen, ihr müsst sagen, diese Lüge ist falsch. Die lasse ich nicht mehr gelten, dagegen sage ich jetzt was. Ne? Das müssen wir den Leuten beibringen, dass es so weit kommt. Und das ist ganz schwer, diesen Punkt zu erreichen. Richtig. Das hat mir bei der letzten, jetzt am Montag, gefehlt. Ja. Und auch den vorhergehenden Montag. Wir beide bisher war es so, bevor der Spaziergang losging, wurde gesagt, keine Gewalt, lasst euch nicht provozieren. Kein Wort ist das letzte Mal gesagt worden. Das, keine Gewalt habe ich nicht mehr gehört, am letzten Montag. Und am letzten Montag jedenfalls überhaupt kein Wort. Das ist ja auch sehr schade, dass das ist eine Kleinigkeit, das sind zwei Sätze. Aber die waren wichtig, dass die Leute aufgefordert wurden, keine Gewalt, lasst euch nicht provozieren. Ja. Da ist vielleicht, da muss man schon eine gewisse Gewohnheit drin. Das ist eine gewisse Gewohnheit, dass man das Wort gar nicht mehr ausspricht, aber eigentlich denkt. Aber vielleicht ist es wirklich besser, es auszusprechen. Es ist wichtig. Ja. Ja, man muss auch sagen, jeder ist ein Ordner. Also zum Beispiel sowas wie dieses kleine Pappgeldchen da in Dresden, was dann da hochgejazzt worden ist zum demokratiebedrohenden Skandal. Wir müssen natürlich auch damit rechnen, dass wir immer Provokateure drunter haben. Wir haben immer Leute, die sich darunter mischen und so. Das heißt, das jeder muss Ordner sein. Das fragt man sich bei manchen, ob sie im Auftrag haben. Mehr als deutlich zu haben. Die sind überall. Genau. Der Staat wartet ja nur da drauf. Das ist auch, denke ich mal, wir kriegen das ja jeden Tag live vorgeführt mit der Geschichte NSU. Das ist immer mehr Abzeichen, wie weit ist der Verfassungsschutz da involviert, wie weit brauchst du gar nicht mehr fragen. Richtig. Du musst eigentlich fragen, wie weit ist er denn nicht involviert, was willst du denn eigentlich nicht? Genau. Und genau dasselbe wird jetzt laufen. Ich habe das beobachtet, wo wir auf dem Schlossplatz waren, die Zeit lang über den Sommer. Da ist einmal ums andere ist eine Kamera dazugekommen. Du hast immer mehr Kameras um den Schlossplatz auf den großen Gebäuden gehabt, auf den Kirchen gehabt. Das haben mehrere immer mehr Kameras sind gewesen, immer. Und wo wir auf dem Altmarkt waren, hast du teilweise die Leute oben auf diesen Balkonen, da hast du ja diese Balkone rund um die Häuser, ne? Da hast du teilweise die dunkel gekleideten Herren da oben stehen sehen, die das beobachtet haben. Es war nicht immer, aber es war immer wieder zu sehen. Und schwupp war auch da die nächste Kamera da. Und genauso ist es auf dem Theaterplatz. Auch da sind Kameras angebracht worden, die vorher nicht da waren, ne? Und das sind nicht alles Webcams. Also das sind so Dinge, wo du sagst, da läuft viel mehr hinten rum. Das sieht man ja wenigstens noch. Viel schlimmer ist ja der ständige Versuch, sich irgendwie ranzuwanzen und irgendwie zu unterwandern, zu spalten oder sonst was. Und das ist ja genau das, was wir am Anfang hatten. Ja. Wir wissen nicht mehr, wem man noch vertrauen kann und wem nicht dazu gehört. Und da kommen selbst bei vertrauten Leuten, kommt immer wieder sogar zwischendurch auch sogar noch mal ein Zweifel hoch. Ne? Ja. Das ist mir neu, so kenne ich das nicht. Aber das ist auch gesteuert, diesen Zweifel zu nähren. Das ist aber wenn gar kein Zweifel nötig wäre, versucht man aber diesen Zweifel zu nähren. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das ist aber eine Eigenart im Osten. Ja, wir wissen das. Ich weiß. Und deshalb ist das so, die Leute sitzen ja überall noch. Ja, Und die machen die Politik. Das erleben wir ja täglich, dass die noch die Politik machen, diese gleichen Leute. Also deshalb ist es für mich als Wessi sozusagen ja auch ganz wichtig, dass ich habe so ein paar, also ganz wenige, aber ich habe so ein paar Leute, Ossis natürlich, wo ich hundertprozentig mich entschieden habe zu vertrauen. Ja. Und die sind für mich auch immer noch mal ein Regulativ. Ne? Also sozusagen, wenn ich mir selber unsicher bin oder sowas, dann das einfach noch mal jemanden haben, den ich mal fragen kann. Wenn du den Lehrer hast, als DDR-Zeit, einen jungen Lehrer, hat studiert, da in sein Berufsleben eingestiegen, war dann vielleicht sogar noch Pionierleiter und ist heute Bürgermeister.
Da kann ich mir an fünf Fingern abzählen, wie da ideologisch gestrickt ist. Die Ideologie sitzt fest. Das sitzt doch drin, ein Leben lang. Ich meine, ich bitte den Menschen nicht böse, es soll jeder nach seiner Fassung leben. Aber die sollen auch anderen Menschen zuhören und die sollen die Demokratie gewährleisten. Das sage ich immer wieder. Jeder kann doch wählen, was er will. Wer das beste Konzept hat, kriegt Mehrheiten. Das ist Demokratie, so einfach ist das. Wenn ich aber welche, die ihr Konzept haben, ausschließe von vornherein, dann kann ich doch gar nicht mein Konzept vorstellen. Das ist im Idealfall so, das ist aber leider nicht so, sondern der, der den Leuten am meisten die meisten Vergünstigungen verspricht, der wird Mehrheiten einheimsen. Das geht ja nicht, das ist ja leider nicht vernunft- und rational gesteuert. Das ist ja das Problem. Ja, und deswegen glaube ich inzwischen daran, dass jede Demokratie unweigerlich immer im Sozialismus endet. Nee. Es funktioniert nicht. Der Osten hat sich im Westen wunderbar integriert. Ich kann nur das so sagen, der Westen ist wunderbar integriert worden. Die haben es bloß nicht gemerkt. Aber die werden es noch merken. Wir haben es erlebt, die Diktatur, wie es lebt. Darum sind wir wahrscheinlich auch ein bisschen kritischer oder vielleicht auch aufmüpfiger, wie man so schön sagt in Gott Sachsen. Gott sei Dank sind die Sachsen aufmüpfig und ich habe gehört, die Erzgebirgler ist recht. Die Erzgebirger sind einfache, ehrliche, arbeitsame Menschen. Aber mit einem unheimlichen Stolz, Heim und Heimatgefühl und Tradition. Gut. Und das ist gut, dass wir die Leute hier haben. Da bin ich recht stolz drauf. Ja. Hammers? Ja. Ein langes Gespräch gewesen. Also ich habe mich gefreut ganz sehr, dass wir heute mal hier sitzen durften. Gut. Für mich war es sehr erstaunlich. Also mir hat das richtig gut gefallen. Es hat mir gut getan, euch reden zu hören. Es hat mir gut getan. Danke, dass ich das machen durfte. Ja, danke auch für die Einladung. Es ist so ein bisschen stotterig losgegangen und wir haben eigentlich erstmal so den großen Offenbarungseid auf den Tisch legen müssen, wie so die große Knalleridee. So, hier ist die Idee, alle mir nach, hat keiner irgendwie, aber trotzdem gehen wir irgendwie hoffnungsvoll heute hier vom Tisch, ne? Ich finde sogar, dass das besser war, als wenn wir das für den Leitfaden gehabt hätten. Das war natürlicher. Das war live. Das war richtig natürlich. Und in der Kirche buhen. Aber nicht alleine. Und lauter so, das ist ziviler Ungehorsam. Morgen gibt es eine Veranstaltung, ein Jahr Asyl in Roßwein bei uns. Ne? Ein Jahr. Okay, das Jahr fängt im Januar an und nicht im April. Bei uns ging es ja im April los und nach dem April kamen dann die ersten Flüchtlinge. Aber jetzt ist es ja schon ein Jahr. Dann wird nur in der Kirche veranstaltet, natürlich wieder von unseren Linken, die beim Willkommensbündnis dabei sind. Und dann gibt es immer so einen Zettel, der draußen anhängt. Sie behalten sich vor, entsprechend nicht passende, unpassende Menschen aus der Veranstaltung auszuschließen. Das ist immer ganz wunderbar. Der Leitsatz unserer Linken und unseres Willkommensbündnisses hieß immer, Toleranz ist ein Kinderspiel. Ja? Und das habe ich denen dann immer wieder als Spiegel vor die Nase gehalten und habe gesagt, ja, was wollt ihr denn? Toleranz ist doch ein Kinderspiel. Wo ist denn eure Toleranz? Ne? Hatten die am Rathaus so ein 10 Meter langes Plakat hängen. Das haben sie dann weggenommen, nachdem ich das am runden Tisch dann zum zweiten Mal angebracht habe. Toleranz ist ein Kinderspiel, auch für uns, aber auch für euch, ist es verschwunden. Das hat man uns vor jeder Demo vor die Nase gehabt, immer mittwochs, wenn wir Demo gemacht haben, und dann war es plötzlich weg, ist nie wieder aufgetaucht. Das war wunderbar. Also, wir werden alle ungehorsamer. Sind Sie damit einverstanden? Ja, klar. Ja? Ja, weil wenn wir zu brav sind, ändern wir nichts. Da laufen wir immer in dem ausgetretenen Weg. Das hilft auch nichts, ne? Ja, das. Kommen Sie mal zu uns nach Dresden? Ja, weiß nicht. Ich bin montags immer hier. Könnten Sie sich vorstellen, bei uns mal zu sprechen? Nee, mach ich nicht. Okay. Tja, wer nicht ohne Sünde ist, der wäre.